Herzlich willkommen zurück zu Uncharted 2 Among Thieves. Kapitel 4, die Ausgrabungsstätte. Wir haben schon Sprengsätze hier im Dschungel platziert und jetzt werden wir bald das Hauptlager von Lazarevich erreichen und dann versuchen wir ihm die Schatzkarte und die gesamten Pläne wegzunehmen. Das ist zumindest der Plan. Okay. Genau, hier ist wieder diese komische Pumpe. Aber noch nicht das, was wir suchen. Hier werden wir fündig. Okay, alles klar. Warte, nur eine Sekunde. Drei Monate ohne Fund. Ja, Moment mal, aber wir haben doch... Commander! Das muss Lazarevich sein. Dieser Mann hat Artefakte an Standort 5 gestohlen. Dafür hast du mich betrogen. Nein, Zoran, ich kann's erklären. Nein, das ist nicht nötig. Ich bin umgeben von Betrügern und Idioten. Sollen wir ihm den Tag mal richtig versauen? Okay. Wird bald! Sucht alles ab! Na los! Okay, auf geht's! Jetzt bist du dran. Ich deck dich von hier. Oh, Sully mit dem Magnum. Tja, Ablenkungsmanöver komplett, würde ich sagen. Trotzdem wimmelt es hier noch von Soldaten. So, Eiertritt und heimlich abgemurkst. Perfekt. AK-47 nehme ich doch gerne. Ihr habt schon gesehen, der Hauptvillain in diesem Spiel, Lazarevich, mit dem ist nicht zu spaßen. Er killt seine eigenen Soldaten, wenn die... seinen Befehlen nicht richtig gehorchen. Ist interessant, ne? Vielleicht sollen wir uns hier rantasten. Er zahlt nicht genug für diesen Mist. Okay, danke, Jammer Nerv. Lass mal nachladen. Und tschüss, Mann. Oh, brutal. Okay. Jetzt haben sie uns natürlich gesehen. Das ist, glaube ich, Sully, der da oben schießt. Ja. Wunderbar. Er leistet uns gute Hilfe, wirklich. Mit seiner Magnum. Oder es ist die Desert aus Uncharted 1. Das kann auch sein. By the way, da oben nicht ein Schatz. Oder taucht der noch nicht auf? Ich meine, da oben war eigentlich einer. Ja gut. Besiegen wir erstmal den Lappen. Ah, wer A sagt, muss auch B sagen. Ja, tatsächlich. Von hier aus kann man den sehen. Oh mein Gott, einer der schwierigsten Schätze überhaupt zu finden. Wenn man weiß, wo er ist, dann geht's natürlich. Schatzsucher Neuling. Komischer Schatz. Naja, egal. Man nimmt, was man kriegen kann. Ein Schatzjäger wie Nathan Drake steckt sich jeden kleinen Fund ein, natürlich. Also dieser Lazarevich fackelt nicht lang, Sully. Das müsstest du echt sehen. Er hat Aufzeichnungen zu jeder Expedition nach Shambhala. Bis ins 17. Jahrhundert. Und Marco Polos Tagebücher. Die sind hier. Aber beeil dich, du hast nicht viel Zeit. Ja. Ein würdiger Pilger bekommt den goldenen Schlüssel, um damit den Weg nach Shambhala zu meistern. Hm. Und was soll das heißen? Keine Ahnung. Warte mal, hier ist was. Mit schwerem Herzen überließ ich meine Mitstreiter ihrem Schicksal, das uns die grausame Fracht auferlegte. Die Fracht aus Shambhala. Sie hielten den Tsunami wohl für eine gerechte Strafe Gottes. Warte mal kurz. Mist. Sully, der Chintamani-Stein ist nicht hier. Was? Hör dir das an. Eher hätte ich Kublai Khans Zorn ertragen, als den Chintamani-Stein aus dem Heiligen Schrein zu entfernen. Marco Polo hatte den Stein gar nicht. Und was war dann die grausame Frage? Ich weiß nicht. Wenn der Stein nicht hier ist,
Sarimil stammen. Shambhala. Hier in Borneo. Da ist er aber weit ab vom Schuss, oder? Er versucht bestimmt Marco Polos Route zurückzuverfolgen. Und zwar nach Shambhala. Warum? Weil der Stein noch da ist. Chloe, kannst du reden? Moment. Ja, ich bin da. Haben Sie bei all den Ausgrabungen Leichen oder irgendwelche Überreste gefunden? Also, wenn du mich so fragst, nein. Warum? Über 600 Leute erlitten Schiffbruch und nicht eine Leiche? Da stimmt doch was nicht. Wo sind sie alle hin? Wohin flieht man bei einem Tsunami? Auf einen Berg. Bingo. Vielleicht finden wir Marco Polos Leute auf diesem Berg. Chloe, kannst du zu uns kommen? Bin schon auf dem Weg. Gut. Oh oh, Nate, du musst da raus. Noch eine Minute, Sully. Du hast aber keine. Sie sind tot. Oh, Mist. Sucht alles ab. Bleib unten, ich geb dir Deckung. Oh shit, wir kriegen Besuch. Wie praktisch. Na, endlich mal Granaten. Geht doch. Halten Sie L2 gedrückt, um eine Granate zu werfen. Ja, wir kennen das doch. Zack. Ja, Shambhala ist ein verborgenes Königreich, wo tibetanische, buddhistische Traditionen immer noch aufrecht erhalten werden. Nur das Königreich ist eigentlich eine Legende. Ob da was dran ist, ob es das wirklich gibt, werden wir vielleicht noch erfahren. Fang! So, hier, fang. Ist das nicht geil, unendlich Granaten zu haben? Also, ich feiere das schon ein bisschen. Wir sollten die jetzt... Wir sollten die jetzt nicht einfach so aus dem Fenster rauswerfen, im wahrsten Sinne des Wortes. Denn hier gibt es genug Gegner, die auch noch in der Ferne sind. Die wir mit Granaten nicht treffen können. Die werden wir jetzt ausschalten. Ja, wobei, hier schmeiße ich mal wieder eine rein. Kriegen ja immer Nachschub. Das ist ja das Tolle daran. Oder auch nicht. Shit. Krieg doch keinen neuen Granaten mehr, oder was? Verdammt. Jetzt habe ich natürlich alle verballert. Oh, wir haben Besuch bekommen. Hallo. Wie geht's? Ich komme durch die Mitte. Oh, shit. Da ist einer mit Zielfernrohr. Der ist Sully. Das ist Sully. Ich dachte schon. So früh im Spiel kommen die nicht. Eigentlich auch eigentlich nicht. Außer natürlich im Museum. Da waren die natürlich auch am Start. Oh shit, ey, dass ich jetzt keine Granaten mehr habe. In der PS3-Version konnte man da unendlich Granaten nachfüllen. Das weiß ich doch noch. Hier nicht mehr. War wahrscheinlich ein Bug. Hätte ich das gewusst, hätte ich die natürlich nicht so aus dem Fenster rausgeworfen. Oder kann ich die jetzt wieder nachfüllen? Let me see. Wäre geil. Ne. Es geht hier nicht mehr. Oh, wie fies. Na gut. Das ist ja echt schwerer gemacht im Remake. Mit dieser Collection. Mit den Soldaten ist wirklich nicht zu Spaß. Guck mal, wie viel er aushält. So unglaublich. Erledigt ihn. Ja, jetzt kann ich wieder Granaten nehmen. Sehr gut. Werde ich sie diesmal nicht so aus dem Fenster rauswerfen. Ja, ich glaube, ich bin jetzt eh tot. Na, mal gucken. Vielleicht überlebe ich es ja. Vielleicht. Tatsächlich. Oh, 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 oh. Nee, 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 nee. So nicht, mein Freund. Ach, Kaliber, das nehme ich doch jetzt gerne. Ich komme von der Seite. Ja, wo denn? Wo sind sie denn? Hallo. Ach, ist mir jetzt egal. Nehme ich doch nicht das Kaliber. Ach, da, die meinst du, oder was? Ja, da kann man mit arbeiten. Ich helfe dir mal, Sully. Du hast mir auch eben geholfen. Eine Hand wäscht die andere. So muss es halt sein. Wir sind ein Team. Ein eingespieltes Team. Ein besseres Team, als Lazarevich mit seinen Leuten je sein könnte. Ja, brauchst gar nicht so grimmig gucken. Hier bin ich. Ist gut, Sully. Bin doch da. Ach, da kommen auch noch welche. Ich soll vielleicht in Deckung gehen. Wäre ganz clever.
Denn so kommen wir da nicht wirklich mit klar. Oh Gott. Oh Gott. Wie viele sind denn das, wenn ich fragen darf? Wie viele sind das und wo sind die überall? Can't believe it. Das gibt's doch gar nicht. Noch 61 Schuss. Verdammt. Boah, von wo kommt der? Ach, von da kommen sie jetzt auch. Vor allen Himmelsrichtungen. Das ist ja super. Zum Glück bin ich nicht umzingelt oder so, ne? Junge, Junge. Ja, also ganz ehrlich, ich kann nicht unendlich Gegner besiegen. Das geht nicht. Das war ein bisschen zu viel. Also ich weiß nicht, was da verlangt ist, aber irgendwas habe ich da falsch gemacht. Ich hätte auch den Turm investieren sollen, glaube ich. Was er hier auch nochmal explizit gesagt hat. Da muss ich eine Granate reinwerfen. Was hin? Nein, kriegen wir nicht. Oh, ho, 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 ho. Der Schwierigkeitsgrad ist jetzt schon wieder so assi. Ganz ehrlich, es geht doch mit einer Granate. Ich mach es lieber so. Jetzt vielleicht eine Granate reinwerfen. Das kann funktionieren. Aber der muss ja erstmal verschwinden. Da kommt schon der nächste Idiot. Na, sind wir hier safe? Oder ist da noch ein Vollpfosten? Ich weiß ja nicht. Na, ja, hier ist der. So, dass da einer ist. Danke, Sully. Jetzt sind auf einmal weniger Gegner hier, ne? Ja, ich hätte nur den Turm zerstören sollen. So sieht's aus. Oh, gemein, ne? Na gut. Geschafft ist geschafft. Auch wenn es nicht so glorreich war. Ich glaube, ich kann das jetzt nutzen, um da hochzukommen. Schließ mal zu Sully auf. Wenn Nathan Drake auch selber Lust dazu hat, zumindest. Na geht doch. Hier entlang. Das Kapitel hat 3 Schätze. Und die finden wir erst später. Die restlichen 2. Sieht schon fast aus wie der Anfang. Aber das ist nicht der Anfang. Wir sind jetzt noch tiefer im Dschungel. Im Dschungel von Borneo. Zeit, dass wir auch ein bisschen verschwinden, ne? Nicht, dass die uns jetzt tatsächlich noch verfolgen, die Soldaten da. Das wäre definitiv uncool. Oh, Sully. Sieh dir die Steine an. Ah, jetzt läuft die Sache. Welche Steine? Ah, in antike Ruinenüberreste. Seht euch das mal an. Oh ja. Hey. Hallo. Was haben wir denn da? Mit etwas Glück ruhen hier Marco Polos Männer. Sollen wir reingehen? Ja, worauf warten wir denn noch? Natürlich gehen wir da rein. Und hier befinden sich tatsächlich auch die letzten 2 Schätze. Oh, dieser Ort muss tausende Jahre alt sein. Mindestens. Super nice. Boah, ich liebe ja solche Ruinen, ne? Feier ich. Ist die Frage, ob wir da runtergehen oder nicht? Ich meine, da oben war noch irgendwo etwas. Nee, das war später. Dann gehen wir da runter. Let's go. Hier runter. Wow. Wir haben einen Volltreffer gelandet. Oh, das müssen Jahrhunderte Leichen sein. Schau dir die Zähne an. Alle schwarz. Mhm. Verdammt, die sind alle sauer. Sie haben hier wohl Zuflucht vor dem Tsunami gesucht. Sehr dunkel hier. Hier muss irgendwo ein Hinweis Richtig sein. Richtig nice Statue. Und hier oben ist auch eine Statue mit dem Schatz in der Hand. Schatz Nummer 2. Die Schätze an Schatz 2 sind teilweise echt ein bisschen seltsam. Oh! Fledermäuse, hey, Batman. Ich glaub, ich hab was gefunden. Hier. Was? Als sie gestrandet sind, müssen sie alles hierher gebracht haben. Eine Art Kristall. Hart. Das habe ich schon mal gesehen.
Sally, ich brauche Licht. Das blaue Feuer, wie in Marco Polos Lampe im Museum. Diesen Harz können wir... Warte mal. Das blaue Feuer erschaffen und damit sehen wir ja bestimmt Dinge. Okay, finden wir heraus, wo diese Blutspur hinführt. Nur mit dem blauen Feuer konnten wir überhaupt die wahren Orte auf der Karte entziffern. Ja, Terry Flynn ja mitgenommen, die Karte. Nur deswegen sind wir ja in Kapitel 2 in dem Museum eingebrochen. Um das Harz zu kommen, was in dieser Lampe ist. Natürlich ist es einfach so rum in Borneo. Interessant. Ja, wohin führt die Blutspur? Irgendwie nirgendwohin. Ich wäre da nicht so ganz schlau raus. Und ihr? Ich sehe hier wirklich nichts. Die Blutspur ist eigentlich gar keine Spur. Das Blut ist mega heftig verteilt, als wäre hier übelster Splatter-Horrorfilm ausgebrochen. Oh Mann. Keine Ahnung, wo wir hin müssen. Einfach mal alles erkunden. Irgendwann finden wir schon was. Da hilft mir das blaue Feuer echt nicht wirklich weiter. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, vielleicht. Sie endet an dieser Wand. Ja, seltsam. Da bewegt sich was. Sally, hilf mir. Ich hab mir wehgetan. Ja, Sally muss doch immer sagen, ne? Ey, Sally, hilf mir. Sieht, dass man hier was verschiebt und chillt da, bis man sagt, ey, kannst du mal helfen? Erst dann bewegt er sich. Und dann, ich hab mir wehgetan. Ja, deswegen. Er hat keinen Bock, sich weh zu tun. Hier rein. Oh Mann, noch mehr Leichen. Außer Nave macht alles. Alles, wo man sich verletzen kann, was gefährlich ist, macht Nathan und er chillt nur. Sag mal, so kennt man ihn. Ich? Oder haben sie sich gegenseitig umgebracht? Ach, was, Nate. Lass die Schauergeschichte. Seht doch nur. Was haben wir denn hier? Vorsicht. Allmächtiger! War nur Spaß! Nate, deinetwegen kriege ich noch einen Herzinfarkt. Oh. Mann, was ist das denn für ein Ding? Ist das so eine Art Waffe? Nein, nein, das ist ein Purba. Ein Ritualobjekt aus Tibet. Damit meistert man Hindernisse. Hä? Du weißt schon, spirituelle. Moment mal. Ist es das, was Marco Polo erwähnt hat? Ich habe keine Ahnung, wovon du redest. In seinem Tagebuch schreibt er, dass der würdige Pilger einen goldenen Schlüssel erhält, um alle Hindernisse zu meistern auf dem Weg nach Shambhala. Na und, ist er das? Gut, das ist ja sehr interessant, aber wofür ist das ein Schlüssel? Vielleicht kann uns diese Karte ja helfen. Zeig doch mal her. Zwischen Großindien und der Provinz Tibet liegt ein Feld prunkvoll erbauter Tempel. Hunderte vergoldeter Türme, soweit das Auge reicht. Moment, das kenne ich. Das ist in Nepal. Ja, allerdings ist es kein Tempelfeld mehr. Es ist eine ganze Stadt. Tja, das macht es etwas schwieriger. Moment, da ist noch mehr. Unter all diesen Tempeln birgt nur der eine, den geheimen Weg nach Shambhala. Und dieser Weg öffnet sich nur dem Pilger, der den goldenen Schlüssel mit sich führt. Okay, gute Arbeit, Kleiner. Also, worauf warten wir? Verschwinden wir hier. Okay, bis dann. Auf geht's. Bis dann und so. Ja,
Den Schlüssel, den kennen wir ja schon aus dem Intro. Aus dem ersten Kapitel. Ja, wo es endete in der Eiswüste, hat Drake ja diesen Schlüssel wiedergefunden, wie es scheint. Und hier ist er erstmal in seinen Besitz geraten. Und der öffnet quasi die Tore zu Shambhala, zum verborgenen Königreich. Auf jeden Fall schon mal wichtig, dass wir den mitgenommen haben. Dann sehen wir zu, dass wir aus diesen creepy Krams hier rauskommen. Hatte ich wohl recht. Mit von wegen, es war hier ein Massaker, was hier stattgefunden hat. Weil überall war ja Blut. Und Drake hat ja auch gesagt, die haben sich wahrscheinlich gegenseitig abgeschlachtet. So ist es. Ich sorge dafür, dass die Luft rein ist. Ah, müssen wir jetzt rausklettern? Och, das geht aber. Und schon sind wir wieder oben. Hilf mir mal, Nate! Oh, verdammt nochmal. Komm. Harry! Hier drin! Es ist Drake! Was zur Hölle? Los, Hände hoch! Hast ja echt Glück, Mann. Sei still, Sully. War ja klar, dass du kommst. Und du, Victor, verdammt, Sullivan. Ziehst du immer noch den alten Knacker mit durch? Ruhig, Nate. Ziemlich frech für einen Kerl, der die letzten 3 Monate im Knast gesessen hat. Besser als 3 Wochen ahnungslos durch den Dschungel zu irren. Ich hab die Schiffe gefunden. Ach, du brauchst sogar fremde Hilfe, um deinen Hintern zu finden. Und eine Karte. Sie kamen von da unten. Wow. Harry, schau doch mal. Apropos Karte. Zwischen Indien und Tibet birgt ein Tempel den geheimen Weg nach Shambhala. Mann, Flynn, das dauert ja ewig. Ach komm, sei kein Spielverderber. Bring sie zu Lazarevich. Du wirst wohl besser im Knast geblieben. Los! Na los, Bewegung! Mist! Alles okay? Ja, so sieht's eben glaubwürdiger aus. Ich verschaff dir jetzt ein bisschen Zeit. Ne, Chloe, du musst mit uns kommen. Wir sehen uns in Nepal. Los, lauft! Auf geht's! Ich mag sie! Ja, genau dein Typ. Ich dachte schon, die verrät uns jetzt auch. Aber dem ist zum Glück nicht so. Im Grunde genommen hat sie uns geholfen. Die Russen sind ja sowieso gekommen. Ob ich das hier überlebe, ist aber ein Rätsel. Also, das sieht echt nicht gut aus gerade. Ah, doch. Da hatte ich wohl einen Schutzengel an meiner Seite. Normalerweise hätte ich das nicht überleben dürfen. Aber hey, geschafft ist geschafft. Carla. Oh, Mist. Was machen wir jetzt? Wir springen. Oh, Moment mal, Sundance. Bist du noch ganz sauber? Wir brechen uns den Hals. Ja, wenn sie uns kriegen, bricht den Lazarevich für uns. Ich bin zu alt für diesen Scheiß. Ach, was? Fang ich schon wieder damit an? Ich hab nicht so viel Glück wie du. Typen wie ich sollten einfach wissen, wann Schluss ist. Sully, wir kommen hier schon raus, okay? Wie immer. Du triffst deine Süße in Nepal. Ich leg mich an den Strand. Jetzt komm. Hey, erzähl mir alles, wenn du zurück bist. Da sind sie! Oh, Mist. Wollen wir? Nach dir, Butch. Wir sehen uns in der Hölle. Oh, Scheiße! Mist. Du hattest recht, Lazarevich ist uns einen Schritt voraus. Die Guerillas haben ihm geholfen. Die Stadt steht schon seit Jahren kurz vor den Bürgern. Er musste nur ein bisschen Öl ins Feuer schießen.
nett. Und in dem Chaos kann er gemütlich die Stadt zerstören, um den richtigen Kämpfer zu finden. Nate? Hallo? Ja, bin noch da. Hast du es dir etwa anders überlegt? Wäre ich? Niemals. Gut, denn ich will es diesem Schwein zeigen. Hast du eine Karte? Ja. Wir treffen uns am alten Markt. Da ist es etwas ruhiger. Okay, alles klar. Besuch. Na toll. Kannst du sie abhängen? Ich glaube, dafür ist es jetzt zu spät. Nate, alles in Ordnung? Ging schon besser. Fängt schon wieder geil an, wa? Kapitel 5. Häuserkampf. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Holy Fuckeroni, Leute. Was machen wir denn jetzt? Was soll ich denn mit einem Gewehr gegen so einen LKW anrichten? Jetzt mal ohne Witz. Hab ich ja gemacht. Ich hab ja geschossen. Was bringt das? Bringt ja irgendwie nichts. Das bringt doch alles nichts. Am Ende kriegt er mich eh. Na, diesmal ging's komischerweise. Wo ich nichts anders gemacht hab. Na gut. Soviel zu dem LKW. Ich denke, dem geht's nicht mehr so gut. Okay. Der alte Markt. Der muss da sein. Such den! Mist. Los, los, los! Oh, er ist hier irgendwo. Ja, er ist hier. Trinke Wodka, lieber. Aktuell noch nichts machen. Oh! Ich denke, der Busfahrer sollte seinen Job wechseln. Was zum Geier. Oh, ich habe nur 30 Schuss. Verdammt! Hallo, ich bin's. Der Nathan Drake. Wie geht's? Tschüss, Mann. Auf Nimmerwiedersehen. Okay. Jetzt muss ich nur noch Chloe finden. Ja. Ja, Lazarevich, der nutzt das hier aus, dass hier Bürgerkrieg ist. Jetzt kann alles zerstören, bis er den richtigen Tempel gefunden hat. Um den Schatz zu finden. Das Objekt seiner Begierde. Ich finde das hier nice mit den ganzen Gebetsfahren und so. Nur dieses tibetanische Dorf hatte schon mal bessere Tage gesehen, denke ich mal. Guckt euch das mal an. Alles zerstört. Das ist echt heftig. Und wie gesagt, der Busfahrer, der sollte wirklich seinen Job wechseln. Oh! What the fuck? Ich dachte, ich sterbe jetzt deswegen. Da gehe ich wohl besser nicht lang. Nee, ich glaube auch nicht. Vielleicht nur mal schauen, was da ist. Hier ist ja auch ein Weg. Habe ich ja sehr wohl gesehen. Hier in diesem Kapitel gibt es tatsächlich nur einen einzigen Schatz. Und das ist die sonderbare Reliquie, die es in jedem Uncharted gibt. Hier kommt man ja doch gar nicht hoch. Vielleicht mit Hilfe des Schildes. Same day. Drücken Sie X, um über eine Mauer zu schwimmen. Kennen wir doch alles. Ja, von hier oben dann, oder was? Ach so, wir müssen gar nicht da auf das Haus. Wir müssen einfach hier entlang. Sag das doch. Nee, alles gut. International Telephone Internet. Ah ja. Hotel Eldorado. Ey, ist ein Easter Egg, guckt mal. Da ist der Schatz von Uncharted 1, der Verfluchte. Der Sarkophag. Eldorado. Ey, das war das Easter Egg. Finde ich ja geil. Uncharted 1 Easter Egg.
Cool. Hotel nach dem Schatz benannt. Und. Bloß nicht aufgespießt werden hier. Oh, ich wollte gerade aufs Klo gehen. Oh, ich glaube, ich kann doch aufs Klo. Es ist das schlechteste Klo, was ich je gesehen habe, aber hey. Nee. Da suchen wir uns lieber ein anderes Klo. Dann musst du aufhalten. Trainier deine Blasen, Nathan. Oh, wo geht's hier weiter? Auch interessant, ne? Sich hier in den zerstörten Gebäuden entlang zu bewegen. Feier ich. Das sah ein bisschen komisch aus. Komm hoch da. Geht nur von hier. Treppe hoch. Oh, wunderschön. Das ist mein neues Zuhause. Schöner Wohn. Ausgabe 1. Meli. Der sollte uns lieber nicht entdecken. Headshot. Und er überlebt den Headshot. Nice. Was ist das für ein Monstrum hier? Der Typ. Boah, ist einfach knackt. Wie gesagt, die Leute von Lazarevic. Das sind wirklich ausgebildete Krieger. Wirklich auch gut ausgestattet. Die sind echt nicht free. Viel stärker als die Piraten von Eddie Raja in Teil 1. Die quasi einfach nur Wilde waren. Rennt die Straßen! Okay, die haben es eilig. Bruder muss los. Soll mir recht sein. Gab es hier nicht die sonderbare Reliquie? Genau hier. Da ist nämlich ein Gullideckel offen und da können wir runter. Und hier befindet sich die sonderbare Reliquie. Immerhin Kapitel 5, ne? War in Schad 1 ja auch. Kapitel 5, die Festung. Genau hier ist sie. Wunderbar. Ich möchte nicht wissen, was wir jetzt alles freigespielt haben. Oh, Helm der Yuan-Dynastie von Yuan Shao. Interessant. Ja, ein anderes Outfit verwende ich da im nächsten Part. Aber das Kapitel würde ich noch ganz gerne hier schaffen. Wobei wir hier eigentlich einen ganz guten Cut haben. Ne? Jetzt haben wir die Reliquie. Hier, komm, machen wir einen Cut. Leute, Daumen hoch, falls es euch gefallen hat. Falls nicht, könnt ihr das Video gerne favorisieren. Ansonsten sehen wir uns wieder beim nächsten Mal. Dann werden wir den Häuserkampf abschließen. Und ja, hier geht es noch richtig lange weiter sogar. Denn Kapitel 6 befindet sich auch noch hier in der Stadt. Und der Helikopter, naja, mit dem werden wir auch noch ein Date haben. Das kann ich euch schon mal versprechen. Und es wird der erste Zwischenboss in diesem Spiel. Ja, Uncharted 2 hat Zwischenbosse, nicht 2, glaube ich, an der Zahl. Bleibt am Ball, Leute. Wird spannender. Bis zum nächsten Mal. Bis dann und ciao. We'll be right back.